Herzlich willkommen bei der Übersetzung für den Vortrag Die ökonomischen Konsequenzen von Zensur von Antonia Ahmadi. Wir sind Michi und Johannes und wir sind froh um euer Feedback auf Twitter mit dem Hashtag #C3T. Wir sind noch gerade bei der Einführung für den Vortrag. Wenn du dich jemals gefragt hast, ich habe dieses große Regime und ich benutze Internetzensur, was passiert mit meiner Wirtschaft? Es gibt hier Leute in dem Saal, die diese Frage stellen, oder? Es gibt doch immer jemand beim Kongress, der sich Fragen stellt. Ja, dann seid ihr hier am richtigen Ort. Als Teil von ihrer Doktorarbeit, von Antonias Doktorarbeit, stellt Antonia diese Frage beantworten. Okay, danke, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Und ich bin auch froh, hier zu sein und das jetzt zu präsentieren von meiner Doktorarbeit. Also die Arbeit geht noch an. Also bin ich sehr dankbar über euer Feedback und ich präsentiere eigentlich das nur als einen ersten Einblick. Wenn ich nämlich auf das Thema geguckt habe von Internetzensur, was das für die Wirtschaft bedeuten kann, dann habe ich eigentlich nichts gefunden, Akademisches gefunden. Und ich war sehr überrascht, weil es eigentlich eine ziemlich wichtige Frage ist, weil ich hauptsächlich auf China geguckt habe am Anfang und ich habe viel über China gelesen, Zeitungsartikel, ich habe zu vielen Businessmenschen gelesen und die haben mir gesagt, ja, Business in China ist sehr schwer, weil China sich selbst zurückhält mit dem großen Zensurapparat, das sie ja da laufen haben. Aber keiner hat das wirklich genau untersucht, wieso China sich zurückhält in der Wirtschaft durch die Internetzensur oder ob das überhaupt stimmt. Es gibt also wenig Untersuchungen darüber. Wir haben noch nicht mal eine Übereinstimmung unter uns Ökonomisten, was einen Einfluss die Internetzensur oder Internet selbst hat, was für einen Einfluss Internet hat auf die Wirtschaft eines Landes. Es ist also die ziemlich eindeutige Frage, was macht Internetzensur mit der Wirtschaft? Das ist meine Forschungsfrage, das war sehr wichtig für mich und auch überraschend für mich und darüber werde ich reden. Generell ist es die Frage für mich, produziert Internetzensur Wirtschaftswohlstand? Nicht alle Ökonomen glauben, dass mehr als die Transferleistung, die der Staat zu seinen armen Mitmenschen gibt. Also, was bedeutet das grundsätzlich? Was ist der Unterschied zwischen den Kosten und was man dafür verkaufen kann? Diese Differenz, was man bereit ist zu zahlen, Diese Differenz ist der Consumer-Wohlstand. Zum Beispiel, ich habe einen Laptop und ich möchte 15.000 Euro dafür bezahlen. Und es gibt eine Firma, die macht gute Firma, die solche Laptops herstellt. Und er kostet in etwa 800 Euro. Also ist mein Consumer-Wohlstand ungefähr 600 bis 700 Euro. Jedermanns individueller Consumer-Wohlstand entspricht ungefähr dem Wirtschaftswohlstand. Zunächst wollte ich herausstellen, was bedeutet das Internet für unsere Wirtschaft? Es gibt ja kein wirkliches Agreement dazu. Wie viel bringt das Internet für die gesamten Bruttoinlandsprodukt bei? In der gesamten Forschung, die ich gelesen habe, gibt es etwas über den Online-Verkauf und die den Internetunterstützung solches Verkaufs und natürlich auch Online-Werbung. Aber da die Studie von der Gospel Consulting Group veröffentlicht wurde, haben die nicht genau erklärt, wie ihre Methoden sind. Wir sehen also, dass es Großbritannien einen ziemlich großen Teil hat der Internetökonomie als Bruttoinlandsproduktsanteil, wahrscheinlich wegen dem Online-Verkauf. Wir sehen, dass
es einen kleinen Unterschied gibt zwischen den Entwicklungsmärkten, wenn wir nämlich nur auf die G20-Länder gucken. Das scheint aber eine ziemlich unzufriedene Antwort zu sein. Erstens weiß ich nicht, was die Methode ist, deswegen kann ich auch nicht sagen, was dieser Graph mir bringt. Und zweitens ist das Bruttoinlandsprodukt kein guter Messwert, weil vieles, was das Internet kreiert, ist nicht im Bruttoinlandsprodukt enthalten. Zum Beispiel sind kostenlose Online-Kurse. Die meisten Online-Kurse kann man im Web nehmen. Die meisten davon sind kostenlos und die meisten davon haben auch keine Werbung. Deswegen haben die also Werbung im generellen Sinne. Also typische Wirtschaft sagt dann dazu, naja, die produzieren keinen Wert. Aber wenn man so einen Online-Kurs macht und wenn man glücklich ist und einen guten gemacht hat, dann würdest du sagen, das hat schon was für mich gebracht. Also eine der Weisen, dass sich das anzugucken, ist, dass Zeit Opportunitätskosten hat. Wenn ich also Zeit verbringe, einen Online-Kurs zu machen und nicht um zum Beispiel zu arbeiten oder wenn ich Freizeit habe, wo ich Spaß habe, dann sind das Opportunitätskosten. Und diese Leute hier, Brin, Jolfsen und O von 2012, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, er ist vielleicht schwedisch. Im Jahre 2012 haben sie versucht, sich zu überlegen, wie viel Konsumentenüberschuss diese Online-Kurse eigentlich kreieren. Das ist nicht wirklich in Bruttoinlandsprodukt reflektiert, aber ihr seht, dass in manchen Modellen erst 5% des Bruttoinlandsprodukts sein könnte. Von diesen Online-Kursen alleine, selbst wenn wir ein konservativeres Modell benutzen, was 4,1 Milliarden US-Dollar durchschnittlich ist für die Jahre 2007 bis 2011. Das ist immer noch ein sehr großer Anteil von Wohlstand, der kreiert wurde, der nicht im Bruttoinlandsprodukt widergespiegelt ist. Weil der Bruttoinlandsprodukt sagt aus, dass man Geld für irgendetwas zahlt. Etwas weiteres, worüber man nachdenken sollte, ist Wikipedia. Nun, Wikipedia hat einen bestimmten Kosten, um zu operieren. Und die meisten Leute, die aber beitragen zur Wikipedia, sind ehrenamtliche Helfer. Und auch das ist nicht wirklich, der Wert ist nicht dargestellt, den die Wikipedia selbst wenn man darüber hinausgeht, dass Zeit auch Opportunitätskosten beinhaltet, wie viele von euch haben enzyklopädische Wikipedias zu Hause? Mehr als ich dachte. Wie viele von euch haben aktuelle Enzyklopädien zu Hause? Das sind wesentlich weniger. Mehr als in etwa so viel, wie ich dachte. Ich selber habe auch eine Enzyklopädie zu Hause. Sie ist selber von 1950. Früher ist man dazu übergegangen, immer wieder eine Enzyklopädie zu überarbeiten. Aber das hat sich geändert. Meine ist jetzt von 1990. Nehmen wir an, eine Enzyklopädie als physikalisches Buch kostet ungefähr 100 Euro. Wie viele Haushalte in Deutschland haben eine Enzyklopädie zur Hand? Wir gucken jetzt auf 30 Millionen Haushalte. Man kauft natürlich nicht jedes Jahr eine Enzyklopädie, aber vielleicht etwa alle 10 Jahre. Man könnte also denken, dass etwa jedes Jahr 1,3 Millionen Haushalte eine Enzyklopädie im Durchschnitt kaufen. Das heißt, wir reden über ungefähr 130 Millionen Euro im Sinne von ökonomischem Überschuss, was sie bereit sind, dafür auszugeben. Was sie nicht mehr ausgeben, im Sinne von Wikipedia, denn das haben wir ja jetzt. Denn das Wissen, was wir jetzt haben, das wird sehr schnell geupdatet und Wikipedia ist sehr aktuell. Das war jetzt von der Konsumentensicht, aber was ist aus der Sicht von den Firmen? Es gibt da viele Untersuchungen und viele Studien über das, was das Internet macht, ob das Internet die Produktivität von Firmen erhöht. In diese Debatte möchte ich nicht genauer eingehen, weil es eine sehr lange, komplizierte Debatte ist, die darauf fokussiert ist, oh, die Methode hast du falsch eingesetzt, ich glaube nicht, dass dein Argument Sinn macht. Ich mag diese Art der Debatte nicht, ich möchte tiefer eintauchen in das Thema. Was ich aber gefunden habe, ist, dass viele Firmen auf das Internet
vom Internet abhängig sind. Ihr könnt auf dem Graphen sehen, dass der größte Anteil von Firmen, durchschnittlich über alles 70% der Firmen, E-Mail benutzen als Kommunikation. Deswegen brauchen sie einen Zugriff zum Internet, damit ihr aktuelles Business Model funktioniert. Nun, das war jetzt nur ein paar kurze Ideen zum, was kann das Internet bedeuten für die Wirtschaft, und nun möchte ich über Internetzensur ein bisschen reden. Also ich bin jetzt kein Zensurexperte, ich bin nur jemand, der bis viele Papers drüber gelesen hat und der sehr interessiert ist, in welche Effekte Internetzensur hat. Über das hinaus, dass einfach Leute keinen Zugriff haben auf politische Informationen. Also zuerst zur Definition. Internetzensur ist die Kontrolle oder die Unterdrückung von dem, was man angucken, publizieren oder zugreifen kann auf dem Internet durch Regulation oder Selbstinitiative. Es gibt hier zwei Dimensionen, die sehr wichtig sind. Zum Ersten, wie gezielt ist Internetzensur? Nun, man kann in Theorie grundsätzlich sagen, dass Internetzensur haben, die sehr gezielt ist, was man an manchen Tatsachen sieht. Oder man hat Internetzensur, die überhaupt nicht gezielt ist, wie zum Beispiel in Ägypten. Die haben einfach das Internet für einen Tag ausgemacht. Das ist natürlich nicht sehr gezielt, eine sehr gezielte Art von Zensur. Eine zweite Art, die man sich betrachten muss, ist, wie verbreitet ist es? Also wenn man eine Firma ist oder ein normaler Konsument, wie wahrscheinlich ist es, dass du etwas siehst, was oder eben dann nicht siehst, was zensiert ist? Als Beispiel, wenn du in China bist, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass man etwas auf etwas zugreifen will, was zensiert ist, aber als wenn man in Deutschland wäre, auch Deutschland zensiert. Also so gesehen kann man sagen, da ist keine Zensur oder da ist Zensur, aber Zensur kann sehr weit verbreitet sein. Es gibt ein großes Spektrum an Dingen, wie Zensur verbreitet sein kann. Dieser Vortrag ist über Internetzensur. Das hat natürlich sehr viele verschiedene Implikationen. Wir haben schon sehr viele interessante Vorträge gehört über Internetzensur. Das ist natürlich sehr interessant und sehr wichtig für das Modell, was ich hier aufstellen möchte. Aber bevor ich mein Modell aufstellen möchte, eine kleine Motivation. Gibt es denn überhaupt einen Beweis dafür, dass es einen Einfluss hat? Gibt es irgendeine Art Lobbyorganisation, deren Informationen mit ein bisschen Verständnis benutzen muss. Aber es gibt offensichtlich eine gewisse Korrelation zwischen Freiheit und wie gut der ökonomische Einfluss vom Internet ist. Das ist eine einfache Korrelation. Man kann sehen, dass es eine sehr gute Linie ist, die da durchliegt. Natürlich kann man etwas Kontrolle über das Bruttoinlandsprodukt pro Person machen. Aber es wirkt relativ rudimentär, um ehrlich zu sein. Die Daten, die benutzt werden, sind einigermaßen schlecht, denn sie sind ziemlich gut genug, fein genug. So, irgendjemand schreibt, wie denkst du, wie der ökonomische Einfluss vom Internet ist auf dieses Land? Und das sind die Daten, die sie benutzt haben, zu einem gewissen Grad. Es wirkt nicht wie eine wirklich gute, endgültige Antwort. Also habe ich versucht, mein eigenes Modell aufzustellen. In meinem Modell habe ich eine Regierung, die versucht, eine bestimmte Art von Zensur aufzustellen. Die bezahlt dafür eine bestimmte Kosten, CI. Also wir wissen, das ist ja ziemlich teuer. Die einzige Art von Ausgaben, die ich berechnet habe in meinem Modell, sind Energie und Kosten. Ich habe nicht die Reputation benutzt. Es gibt Firmen in N-Industrien. Das ist keine fixe Nummer, sondern eine Zahl, die davon abhängt, welches Land ich versuche darzustellen. Und diese Industrien unterscheiden sich dadurch, dass sie sich durch ihre Informationsdichte unterscheiden.
Das heißt, ich gucke mir Informationen als Rohstoff an. Und auf die Art und Weise unterscheide ich verschiedene Art von Industrien. Das heißt, wie wichtig ist Information als Rohstoff für diese Industrie? Also lassen wir uns mal als Informationsdichte angucken. Das heißt, Informationsdichte gleich Null. Das heißt, Information ist nicht wirklich wichtig. Ist es also nicht besonders wichtig. Wir können in diesem Fall an traditionelle bäuerliche Wirtschaft denken. Da war früher nicht besonders viel Technik benutzt. Zum Beispiel, wie es heute in einigen Teilen von Afrika genutzt wird. Da ist sehr viel wenig Informationsübertragung da drin benutzt. Und die wenige Energie, Information, die benutzt wird, ist also zum Beispiel der Wasserstand. Also ist sehr, sehr nah bei Null. Und bei einer Informationsdichte von 1 ist die Informationsdichte die wichtigste Informationsquelle und der wichtigste Rohstoff. Also ein Internetunternehmen beispielsweise, zum Beispiel Facebook und andere Arten von Unternehmen wie dieses. Wir haben also verschiedene Industrien in der modernen Welt mit einem großen Spektrum zwischen 0,1 und 0,3. Sie sind also zum Beispiel in einer traditionellen Näherei. Sie haben Informationsbedarf, zum Beispiel, sie brauchen ihre Muster und den Einkauf. Es ist also, das hat aber Zeit von Wochen bis Tagen und es ist auch relativ geringe Informationsdichte. Und auf der Hightech-Seite haben wir zum Beispiel Softwareherstellung oder Informationsübertragung. Also die Informationsübertragung ist sehr wichtig, also ist ungefähr 0,8. Industrien wie Automobilherstellung ist irgendwo dazwischen. Und im ersten Lauf des Modells habe ich die Informationsdichte zufällig verteilt. Aber die ist nicht ganz zufällig verteilt, im Sinne eines wirklichen Zufalls. Also wir gucken, was existiert wirklich draußen. Also die Informationsdichte von einem Unternehmen ist korreliert mit einer anderen Informationsdichte in einem anderen Land, zum Beispiel in Deutschland. Gucken wir uns eine ganz bestimmte Industrie an, zum Beispiel die very high quality. Wir haben eine sehr große produzierende Industrie, aber deutlich weniger Agrikultur. Und in diesem Modell, was wir zufällig verteilen, sind diese Faktoren. Das ist eine Vereinfachung, weil ich nicht wirklich am Anfang anfangen kann. Ich kann nicht wirklich sagen, ich fange 2000 vor Christus mit einer völlig offenen Wirtschaft an und dann passiert irgendwas und irgendwas und noch irgendwas. Das ist nicht realistisch. Also um ein besseres Verständnis zu entwickeln, was mit verschiedenen Wirtschaften passiert, lasse ich dieses Modell wieder und wieder laufen und habe immer wieder zufällige Parameter, die sich jedes Mal verändern. So im Durchschnitt sollten dabei also nützliche Resultate rauskommen. Nun, was in diesem Modell fehlt, ist der Konsument als ein Arbeiter. Also die Arbeit ist nicht wirklich reflektiert. Ein kompletteres Modell würde das widerspiegeln, aber das ist nicht der interessanteste Aspekt dieses Modells, also präsentiere ich das hier nicht. Nun, schauen wir uns an, was das heißen würde für Firmen. In meinem Modell, was ich erwarte, wenn ich das logisch durchdenke, und das ist immer der erste Schritt, wenn ich etwas modelliere. Erstens haben wir eine Informationsintensität, die höher als 0 ist, aber kleiner als 1. Die Informationsintensität, die, wenn die nahe bei 1 ist, das ist ein Sonderfall, über den ich nachher spreche. Zensur im Internet erhöht die Kosten der Information. Und das wird wichtiger, je wichtiger Information für eine Industrie ist. Für traditionelle Kleiderherstellung ist das weniger wichtig als beispielsweise für eine Halbleiterfirma, die täglich
neue Blaupausen erhalten muss oder jeden Monat. Das zweite ist, je globalisierter die ganze Wirtschaft ist, desto teurer wird Internetzensur. Ein ähnlicher Grund, aus einem ähnlichen Grund. Ein anderer Faktor für Firmen ist, je weniger fokussiert die Zensur ist, desto höher die Kosten. Wir nehmen an, dass das Ziel der Zensur es nicht ist, der Wirtschaft zu schaden. Also, wenn die Zensur sehr fokussiert ist, dann werden die Firmen weniger betroffen sein. Und deshalb sind ihre verbundenen Kosten geringer. Wir können annehmen, dass Firmen sich um die Zensur herumschlängeln können. Das ist aber teuer für sie. Wenn du zum Beispiel, wenn ihr je einen VPN in China ausprobiert habt, dann kommen erst die Kosten fürs VPN dazu. Dann muss man es alle paar Monate ändern, weil die chinesische Regierung findet, dieses VPN sollte nicht mehr funktionieren. Es ist also ein sehr teurer und unsicherer Prozess, dieses Umgehen. Nun, für Firmen mit voller Informationsintensität, also eins, erhöhen sich die Kosten für die Operation. Einige Firmen führen vielleicht Zensur für die Regierung aus. Wir haben solche Beispiele gesehen, aber es gibt auch Firmen, die einen relativen Vorteil haben. Zum Beispiel lokal handelnde Firmen, die im Inland handeln. Wenn die Regulatoren besser kennen, dann haben sie möglicherweise kleineren Nutzen davon, wenn sie Zensur umgehen müssen. Und wenn sie das tun, dann sprechen sie die Sprache der Zensoren. Das ist ein Sonderfall, über den ich später noch sprechen werde. Für die Regierung, habe ich gesagt, ist die Zensur relativ teuer, aber weiter, je präziser die Zensur sein soll, desto mehr Arbeit verschlingt sie. Das ist ein Finding, das Leibniz und Alumni 2010 gemacht haben. Und die haben sich durch verschiedene Typen der Zensur berechnet und nachvollzogen, wie teuer es wäre, diese zu skalieren. Das ist ein interessantes Finding, weil es zeigt, dass Regierungen, die weniger gezielte Zensur machen, dafür weniger zahlen müssen. Aber das ist der Typ der Zensur, der die größten negativen Auswirkungen hat für die Wirtschaft, für die Firmen in der Wirtschaft. Es ist also nicht das Resultat, das wir möchten. Und die Motivation passt nicht. Konsumenten werden weniger Vorteile durch diese Wirtschaft erhalten und Firmen werden wahrscheinlich ihre Kosten an die Konsumenten weitergeben. Nun, einige Länder profitieren immer noch durch Zensur im Internet. Ich habe gesprochen darüber, wieso das aufwendig ist. Aber beispielsweise bei Entwicklungsländern, die mit kleiner Informationsintensität anfangen, auf die hat Internetzensur einen kleineren Impact, kleinere Auswirkungen und kann als ein Schutz für die lokalen Firmen funktionieren, weil die lokalen Firmen durch die Zensur aufholen können. Das benötigt aber gewisse Vorbedingungen. Das Land muss groß genug, muss ausreichend gut sein, dass ein lokaler Markt entsteht. Und nur gezielte Zensur kann diesen Schutz bieten. Wenn wir einfach das Internet abriegeln, dann haben alle Firmen Nachteile. Was ist der langfristige Effekt auf das Land? Ich nutze hier die Vorteile als einen sehr vorsichtigen Begriff, der mit Vorsicht genossen werden muss. Ich schaue zum Beispiel China an. China kann man laufend beobachten. Ich bin sehr interessiert drin. Und ich versuche hier ein Framework zu finden, in dem China nicht die Ausnahme ist, sondern in das Modell reinpasst. Die chinesische Regierung hat viel der Zensur outgesourced an die Internetfirmen, an Baidu und Sina, Weibo, die wahrscheinlich nicht existieren würden, wenn es diese Zensur nicht gäbe. Was wir jetzt sehen, ist zum Beispiel, dass WeChat global verbreitet wird mit mehr Funktionalität als WhatsApp und versucht, aus den Grenzen von China zu expandieren. Aber ich werde nachher noch darüber sprechen. Die Zensur wird dabei ein Problem sein für diese Firmen, die vorher von ihr profitiert haben.
Es gibt einige Punkte über die Art des chinesischen Internetzensur, die hier relevant sind, aber sprechen wir später darüber. Was bezogen auf die Zukunft, was passiert? Die Innovation wird schwieriger, die Bildung wird insularer. Ein Beispiel: GitHub ist in China oft blockiert, das heißt, die Kollaboration wird deutlich schwerer. Weiter sehen wir mehr Internet-angehängte Supply-Versorgungsketten. Wenn wir mehr von diesen sehen, dann wird die Zensur im Internet einen größeren Nachteil, weil diese Versorgungsketten darunter leiden. Weiter, Information wird in China der wichtigste Rohstoff, was die Zensur teurer macht für die lokalen Firmen. Was möglicherweise positiv sein könnte, ist, das chinesische Intranet ist sehr attraktiv für viele Teilnehmer. Viele Teilnehmer versuchen nicht, aus diesen Grenzen auszubrechen. Viele wissen gar nicht, dass sie das können. Sie wollen es nicht. Zweitens, das Internet der Dinge muss davon nicht betroffen sein, weil die Zensur, die passiert, die muss die Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation nicht betreffen. Das ist kein Problem für die Zensur. Das Ziel, politische Opposition zu unterdrücken, ist davon nicht betroffen. Und drittens, die Regierung möchte eine Wirtschaft ankurbeln, die mehr inländischen Konsum erzeugen soll. Was ich herausgefunden habe bei meiner Forschung ist, dass die normalen ökonomischen Modelle nicht für diese Berechnung passen, weil sie GDP verwenden, das nicht funktioniert. Zweitens habe ich versucht, agentenbasiertes Modeling zu machen, aber dazu möchte ich mein Modell mit verlässlichen Daten befüllen. Aber diese Daten finde ich nicht. Ich finde Daten, die einige Jahre zurückgehen, aber ich habe nur die Daten, ob es Zensur gibt oder nicht, aber ich habe keine Daten dazu, was für eine Zensur in dem Land aktiv wäre. Und das wäre ein wirklich wichtiger Punkt für meine Forschung. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mich gerne jetzt fragen. Ihr könnt mir gerne auch eine E-Mail senden oder mich später anquatschen. Ich spreche sehr gerne und immer über dieses Thema. Thank you very much for this talk. We have 6 microphones at the floor level here, so if you have questions, we have a very brief amount of time. Please line up at the microphones. We have microphone number 2 over here. Frage. Eine Frage, die ich sagen möchte. Wir reden immer über chinesische Zensur. Die Zensur geht auf das chinesische Festland, also nicht Hongkong oder Taiwan. Meine Frage, die ich stellen möchte, ist, was denkst du über die Produktivität, der Arbeitsproduktivität, zum Beispiel, wenn man Facebook herunterfährt? Glaubst du, das erhöht die Arbeitsmoral? Das ist eine sehr interessante Frage und etwas, das ich in der Literatur noch nie gesehen habe. Es gibt eine große Diskussion in der Literatur, was das Internet als solches für die Produktivität heißt, und das geht in beide Richtungen. Etwas, das ich angeschaut habe, ist, was passiert, wenn man... Es passiert nicht einfach, dass man Facebook abschaltet, sondern dass man alle sozialen Netzwerke abschaltet. Wahrscheinlich, was passieren würde, wenn Facebook nicht verfügbar wäre, ist, dass die Leute Zeit investieren würden, um neue Wege zu finden, um Facebook zu verwenden, was nicht unbedingt der Produktivität förderlich wäre. Macht es Sinn, ein Modell zu haben, wo Firmen Information als Input für eine Produktionsfunktion haben und daraus Steuern zu modellieren? Also typisches makroökonomisches 101-Stuff. Das wäre sinnvoll. Ich habe das tatsächlich angeschaut. Ein Problem damit ist, dass Information als ein Rohstoff ist sehr schwierig, um in diesen neuklassischen Weg einzubauen. Weil wir nehmen dort an, dass alles ziemlich reibungslos passiert. Und wenn alles reibungslos ist, dann kann Information nicht ein Rohstoff sein, sondern wird sofort und ohne Zensur übermittelt. Wir können
gerne später darüber sprechen. Vielleicht hast du Ideen, die ich noch nicht hatte. Das wäre spannend. Also in die gleiche Richtung gehend, meine Frage für das Bruttoinlandsprodukt. Das ist definiert, was das Optimierungsproblem ist für die Regierung. Die Frage, was wäre die Optimierung für die Regierung, zum Beispiel das, was China macht? Denn zum Beispiel Wikipedia ist es über der ganzen Welt verfügbar. Was soll die Regierung da machen? Was ich anschaue, ist ökonomische Wohlfahrt als Produzenten- und Konsumentenüberfluss. Und ich nehme an, dass die Konsumenten, dass beide Teilnehmer die Wohlfahrt optimieren möchten. Also ist deine Kritik, dass man keinen guten Proxy hat als mit dem Bruttoinlandsprodukt? Genau, ja.